Liebe Erstis, auch von unserer Seite nochmal ein herzliches Willkommen an der Musikhochschule Freiburg. In diesem Video wollen wir, das Mentorenteam, euch zumindest digital eine kleine Führung durch die Musikhochschule bieten, euch Ansprechpartner vorstellen und mögliche Fragen klären. Normalerweise ist die Hochschule ein Ort der Begegnung, aber aktuell ist sie nur zum Üben oder für den Unterrichts- oder Bibliotheksbesuch geöffnet. Der Einlass hier ist auch streng geregelt. Zunächst gilt, zu den anderen Personen 2 Meter Abstand zu haben. Sollte der Eingang frei sein, könnt ihr mit eurem Studierendenausweis ihn hier einscannen und beim Pförtner klingeln, damit dieser euch die Türe öffnen kann. Erst wenn der vorne der Waschbeckenbereich frei ist, dürft ihr reingehen zum Händewaschen. Und ganz wichtig, in der Hochschule herrscht Maskenpflicht. Bitte haltet euch an diese Hygienemaßnahmen. Für jegliche Raumfragen vor Ort könnt ihr immer die Pförtner fragen. Die sind hier eure Ansprechpartner Nummer 1 und ihr findet sie direkt, wenn ihr ins Foyer kommt, beim Empfang. Ansonsten könnt ihr auch immer uns Erstsemestrierenden eine Mail schreiben. Wir, das heißt Petro, Julie, Raphael und ich, beantworten euch diese immer gerne. Hallo liebe Erstsemester, herzlich willkommen in Freiburg. Mein Name ist Hans-Jörg Mammel. Ich arbeite im Rektorat und leite das Career Center. Also vielleicht haben Sie später mit mir auch noch zu tun. In diesem Semester habe ich aber auch noch eine ganz andere Aufgabe. In diesem Semester, in dem leider nichts normal ist, wie Sie alle wissen, gibt es in der Hochschule ein strenges Zugangssystem. Die Hochschule darf nur betreten, wer einen Termin hat, entweder um zu üben oder seinen Unterricht wahrzunehmen. Wenn Sie üben wollen, dann besteht die Möglichkeit, dass Sie von mir einen Überraum zugeteilt bekommen. Schreiben Sie ihm einfach eine Mail und dann erhalten Sie gleich Antwort. In den Räumen dürft ihr die Masken dann wieder abnehmen. Dies sind Räume, in denen normalerweise der Hauptfachunterricht stattfindet, aber aktuell können sie auch zum Üben benutzt werden. Wenn ihr also Herr Mammel eine Mail geschrieben habt, bekommt ihr so einen Raum zugeteilt. Hier gibt es jedoch ein paar Dinge zu beachten. Wenn ihr hereinkommt in den Raum, müsst ihr die Türen und das Fenster schließen. Und solltet ihr den Flügel benutzen wollen, findet ihr hier Desinfektionstücher, mit denen ihr das Instrument vorher desinfizieren könnt. Wenn ihr fertig geübt habt, bitte das Fenster aufmachen und die Türen offen machen, damit ein gutes Durchlüften möglich ist. Und solltet ihr bei euch Anzeichen wie Fieber oder Husten feststellen, bitte bleibt zu Hause und informiert die Hochschule, weil diese Räume ja auch von euren Kommilitonen mitbenutzt werden. Natürlich könnt ihr auch in der aktuellen Situation Noten und Medien aus der Bibliothek ausleihen. Dazu schreibt ihr einfach eine Mail an bibliothek@mh-freiburg.de, in denen ihr den Bibliothekarinnen mitteilt, welche Medien ihr braucht. Anschließend bekommt ihr eine Bestätigungsmail, dass die Medien 3 Tage für euch reserviert sind und könnt in die Bibliothek kommen und diese abholen. Wenn ihr die Medien nicht mehr braucht, könnt ihr sie hier in der Medienrückgabebox zurückgeben. Die Bibliothek hat Montag bis Freitag von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr auf. Das E-Learning der Musikhochschule Freiburg findet auf der eigenen Plattform Glarian statt. Zur Bedienung dieser findet ihr in der Unterkategorie Online-Unterricht ein Videotutorial, was euch hoffentlich alles erklärt. Solltet ihr trotzdem Fragen oder Vorschläge haben, finden täglich von 17 bis 18 Uhr Tutorate statt. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail, da Petro sowohl euer Erstsemester als auch Glarian-Tutor ist. Wir hoffen, dass ihr trotz allem einen schönen Studienstart habt und versuchen besonders jetzt für euch da zu sein. Bleibt gesund!